Ja, hallo, wir sind Spieler von Altach. Ich bin der Stefan Haudum. Ich bin der Samuel Mischitz. Und wir beantworten heute die Fragen aus der Box. Fangen wir mal an. Welches Team ist dein Lieblings-, welches dein Furchtgegner und warum? In der Bundesliga jetzt oder allgemein? Das steht nicht dort. Aber Bundesliga. Ich sage ja Bundesliga. Lieblingsteam? Ich würde sagen St. Pölten, da habe ich zwei Tore geschossen schon gegen die, aber die sind nicht mehr in der Bundesliga. Deswegen, ich habe auch schon gegen die Austria zweimal getroffen. Also ja, Lieblingsgegner sage ich Austria Wien und Angstgegner. Ja, gegen Red Bull. Red Bull. Ja, würde ich schon sagen. Spielt mir jetzt nicht so gern, vielleicht wie gegen die anderen, aber ja. Obwohl das letzte Ergebnis auch nicht so schlecht war. Nein, nicht das letzte Ergebnis, das vorletzte Ergebnis. Das letzte war nicht so gut. Wenn du dir dein eigenes Traumteam zusammenstellen dürftest und Geld keine Rolle spielt, welche drei Spieler wären fix dabei? Ja, gut. Ja, ganz klar Ronaldo und Messi, ja. Also Cristiano Ronaldo. Und den dritten hast du ja schon im Team, oder? Dritten Stefan Haudum. Hätte ich auch gesagt. Nein, sag nur einen dritten. Ja, Stefan Haudum. Ja, passt, danke. Gehen wir den Stefan. Mit wem würdest du am liebsten einmal shooten? Was? Schutten. Schutten. Fußball. Was ist das? Fußball spielen. Fußball. Schutten. Schutten, ja. Feuerwehr, ihr Dialekt. Mit wem würde ich am liebsten Fußball spielen? Ich glaube, mit Messi. Ich glaube, ich würde gerne im Messi mal in echt sehen. Und ja, ist schon geil. Ja. Ich glaube, das wäre schon. Ich glaube, das ist der, mit Abstand der beste Fußballer. Und ja. Wenn man dem einmal live zuschauen kann, ich glaube, das ist ein Traum von jedem. Ja. Team Messi oder Team Ronaldo? Es geht die ganze Zeit nur um Messi und Ronaldo. Ja. Ja, ich finde schon, dass Messi noch besser ist. Ja? Ja, und Team Messi, ja. Ich bin auch eindeutig Team Messi. Ja, Messi ist schon überragend. Was ist dein Ritual vor oder nach einem Match? Ritual? Was früher habe ich es ein bisschen strenger genommen mit den Ritualen, aber mittlerweile bin ich nicht mehr so. Immer so. Tigerbalsam, weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine scharfe Creme, die schmier ich mir unter die Nasen. Na doch. Aber eigentlich keine. Nach dem Spiel auch nicht. Nach dem Spiel am liebsten feiern. Das wäre das schönste Ritual, wenn man immer gewinnen und feiern kann. Nein, aber so eigentlich nicht. Okay. Hast du welche? Nein, ich nicht wirklich. Vor dem Spiel halt bete ich kurz. Ja? Das meine ich vor jedem Spiel. Okay. Und nach dem Spiel nicht. Aber am liebsten feiern, wenn es gut läuft. Aber den Namen spiele ich sonst auch nicht. Von welchem Team warst du als Kind Fan? Welches hat deine Liebe zum Fußball geweckt? Puh. Ich glaube als Kind war ich Bayern. Bayern? Bayern? Echt? Ja. Warum? Ja, ich bin oft mit dem Papa und mit dem Götter bin ich oft in der Allianz Arena gefahren. Ja? Spielern, schon, okay. Ja. Wenn man als Kind mitgenommen wird in ein Stadion, gehört eigentlich so. Ich habe Champions League Match angeschaut, das war richtig geil. Gegen wen? Das war, glaube ich, gegen Atletico. Ja? Ah, ist schon lange her. Aber Champions League Match habe ich noch nie ganz gesehen. Ja, Champions League ist echt geil. Ja? Mhm, das war echt total geiles Erlebnis. Ja. Das glaube ich. Welche drei Songs dürfen auf deiner Trainingsplaylist nicht fehlen? Trainingsplaylist? Mhm. Ich habe jetzt keine Trainingsplaylist, aber ich habe schon Lieder, die ich gern vor dem Match höre. Okay, das ist und ein bisschen untypisch vielleicht, weil in der Kabine läuft es nie und da muss ich mir immer meine eigenen Kopfhörer rein tun. Und das ist eher was Rockiges, also so Volbeat, Metallica, AC/DC oder sowas. Das ist halbt ihr dann auch. Ja, das brauche ich ein bisschen mehr. Ja, also in die Box dürfte ich es nicht rein tun, weil da würden sie mich gleich schimpfen, wenn ich das rein tue. Aber so mit den Kopfhörer, das geht schon vor dem Match. Ja. Was war als Kind dein bestes und was dein schlechtestes Schulfach? Schulfach? Ja, das ist schon nicht so lange her. Ja, stimmt. Du bist denn nur Fosterkind. Puh. Schlechtestes war, glaube ich, Chemie oder Bio oder sowas. Ja, nein, zwar. Chemie, eindeutig Chemie. Mhm, das habe ich auch nicht gut gehört. Ja. Und bestes, abgesehen vom Sport, war, glaube ich, Mathe oder Englisch. Mathe, bist du gut in Mathe? Englisch, ja. Das habe ich relativ gut können. Aber für dir? Bestes eigentlich Deutsch.
Obwohl der Papa Deutsch. Mathelehrer ist, aber irgendwie Deutsch, so Aufsätze schreiben und so, das... Das taugt er. Ja, schau, muss ich schon sagen. Und Literatur und so, das... Ja, bei mir weniger. Wie lange hältst du eine Spielpause aus, bevor dir der Fußball fehlt? Schwierig, aber es ist immer so, wenn man viel Spiele hat und viel trainiert, dann denkt man sich, boah, ich brauche jetzt wieder mal eine Pause und wäre cool, wenn man wieder mal eine Pause hätte und dann hat man eine Pause und dann sitzt man zwei, drei Tage daheim und dann kribbelt es eh schon wieder und dann möchte man am liebsten wieder trainieren. Ja. Das heißt also so, wenn man im Sommer oder im Winter jetzt sagen wir 3 Wochen frei hat, dann wird es schon Zeit, dass man wieder, das reicht dann, dass man wieder am Platz kommt. Ja, man merkt schon, dass man den Sport doch liebt und das einfach gern tut und deswegen kommt man dann auch gern wieder zurück nach einer Pause. Wenn es nicht Fußball geworden wäre, welcher Sport hätte dir außerdem noch gelegen? Ich glaube Tennis. Ja, hast Tennis gespielt? Ich habe früher Tennis und Fußball gespielt. Ja. Aber habe mich dann für Fußball entschieden und in Tennis war ich auch gar nicht so schlecht. Warst du im Verein? Ja, ja. TC Lochau. Okay, Lochau. Ja, aber das war, ich glaube, da war ich so 8 Jahre oder so, wo ich aufgehört habe. Dann, oder 9. Spielst du jetzt auch noch? Ja, eher weniger. Ich habe dann ab und zu mal mit ein paar Kollegen Paddle gespielt. Ja. Tennis, das ist auch richtig cool. Geil. Aber sonst eigentlich nie. Okay. Tennis ist ein cooler Sport. Ich glaube, ich habe nie im Verein gespielt oder so, aber nach der Karriere auf jeden Fall Tennis. Tennis-Karriere starten. Ja, das war's. Passt.